Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, willkommen zurück bei Kölner Live und bei mir zu Gast ist jetzt der Kinderarzt und Leiter des Kindergesundheitszentrums Donaustadt, Dr. Peter Feutl. Schönen guten Abend. Danke sehr für die Einladung. Herr Doktor, Sie impfen bei Ihnen auch in der Praxis, auch Kinder. Wie wird denn die Kinderimpfung angenommen? Sehr gut. Also das Interesse ist riesig. Wir haben ein paar hundert auf der Warteliste und versuchen das halt abzuarbeiten. Mhm. In welcher Alterskategorie impfen Sie gegen Corona? Ab 5 Jahren, also 5- bis 11-Jährige hauptsächlich. Off-Label, was für uns Kinderärzte nichts Ungewöhnliches ist. Nicht Off-Label bedeutet außerhalb der Zulassung, aber in der Neugeborenenmedizin sind rund 80% der Medikamente Off-Label. Also wir kennen das und wir können damit umgehen. Das heißt, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil das ja auch etwas ist, was oft von auch Impfgegnern oder Skeptikern auch eingebracht wird. Das ist noch gar nicht zugelassen, die Impfung für die 5- bis 12-Jährigen. Sie sagen, so eine Off-Label-Impfung ist an sich nichts Ungewöhnliches. Wir haben es bei anderen Impfungen genauso und bei vielen Medikamenten, die wir bei Neugeborenen verwenden. Off-Label ist nichts Verbotenes. Off-Label ist im Gegenteil sogar etwas, das man tun muss als Arzt, um einen Patienten den Leitlinien gemäß behandeln zu können. Mhm. Und was sind das für Leute oder Eltern und Kinder, die sich da bei Ihnen impfen lassen kommen? Geht das quer durch alle Bevölkerungsschichten? Gibt es gewisse Zielgruppen, die eher impfskeptischer sind? Wie sehen Sie das, der da wirklich, sag ich mal, in der Praxis nah dran ist? Im Moment geht es quer durch alle Bevölkerungsschichten und vor allem kommen Menschen, die überzeugt davon sind. Die wollen die Impfung, auch wenn sie off-label ist. Auch weil viele von den Kindern chronische Grundprobleme haben und von daher geschützt werden müssen. Jetzt gibt es natürlich die Sorge doch auch immer wieder bei Eltern vor Nebenwirkungen. Wie sieht es denn da aus mit Nebenwirkungen bei der Kinderimpfung? Bis jetzt haben wir in der Praxis gar keine gesehen und das entspricht eigentlich auch den Zulassungsdaten, die wir aus den USA hören. Dort wurde ja schon über 1 Million Kinder dieser Altersgruppe geimpft mit bester Verträglichkeit. Mag daran liegen, dass die Dosis nur ein Drittel der Erwachsenendosis ist. Mhm. Aber das heißt, Sie sagen, Ihnen sind keine groben Nebenwirkungen bekannt? Gar nicht. Das ist für Kinder. Wie bei jeder Impfung Schmerzen an der Einstichstelle, vielleicht einen Tag unwohl fühlen, aber das ist es. Aber keine, sage ich einmal, besonders schlimmen Nebenwirkungen? Nein, also die Herzmuskelentzündung, die bei Jugendlichen etwas gehäuft berichtet wurde, sehen wir gar nicht bei den Kleinen. Das heißt, die Kinder bekommen das nicht? Nein, also von Corona kann man es bekommen, ja. Aber von der Impfung sichtlich nicht. Ja. Wann rechnen Sie denn eigentlich mit der EMA-Zulassung für die Impfung für die 5- bis 12-Jährigen? Angekündigt wurde sie für morgen. Das heißt, wenn das passieren sollte, muss das Nationale Impfgremium zustimmen. Das wird auch relativ schnell gehen, weil wir ja alle darauf warten. Und ich denke, dass dann die Infrastruktur gestartet werden kann und Anfang Dezember wird man das Programm beginnen können. Mhm. Würden Sie prinzipiell jedem Kind in dieser Alterskategorie, also zwischen 5 und 12, zu einer Impfung, zu einer Corona-Impfung raten oder gibt es gewisse Ausnahmen? Ein klares Ja. Also abgesehen von Kindern mit Immunschwäche oder anderen seltenen Grunderkrankungen, eine klare Empfehlung für die Impfung. Wir sehen die Zahlen, die steigen massiv in den Schulen, obwohl sie eh schon auf hohem Niveau sind. Und von daher muss eine Schutzrate erzielt werden. Mhm. Warum ist Ihrer Meinung nach denn eine Impfung, eine Corona-Impfung für Kinder so wichtig? Weil es wird ja auch immer wieder dann als Gegenargument gebracht, na, Kinder erkranken ohnehin nicht so schwer an Corona und haben meistens zum Glück keine Symptome. Aus zwei Gründen. Zum einen stimmt es, dass Kinder selten erkranken und auch selten schwer erkranken. Aber allein in Wien hatten wir rund 60 Kinder mit PIMS, also mit dieser schweren Verlaufsform, die auf der Intensivstation landen. Das ist nicht lustig, das eigene Kind auf Intensiv zu haben. Und das sind zwei Schulklassen von der Dimension. Mhm. Her. Auch Long-Covid ist ein Problem, das uns sehr zu denken gibt. Es wird erwartet, dass 6 bis 10% der Kinder einfach nicht mehr gesund werden nach der Infektion, sondern über Wochen und Monate Geruchsverlust, Geschmacksverlust, Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit haben in einer Phase, wo die physiologische Entwicklung stattfinden soll. Das wird dramatisch. Das heißt, 6 bis 10% der Kinder, die an Corona erkranken, leiden danach an Long-Covid-Symptomen. Genau so ist es. 6% aus Großbritannien berichtet, 10% aus Kanada. Das sind schon sehr valide Daten. Und was heißt das Long-Covid bei Kindern? Also wie schlägt sich das bei Kindern nieder?
wie gesagt, Geruchsverlust, Geschmacksverlust, aber vor allem eine Abgeschlagenheit, die man vielleicht mit Jetlag vergleichen kann. Und das in einer Lebensphase, wo sie sich ablösen sollen von zu Hause, wo sie sich entwickeln sollen und diese Entwicklungsmöglichkeiten zumindest zeitweise verloren gehen. Sie haben gerade schon PIMS angesprochen. Vielleicht wenn Sie da auch kurz aufklären, was ist das genau? Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass da die Infektion eine Wirkung auf den gesamten Organismus entfaltet, mit einem Multiorganversagen. Und die Kinder sind intensivpflichtig, brauchen Cortison, müssen immer wieder beatmet werden und haben einen sehr langen Verlauf. Also die kommen auch nicht schnell weg von den Intensivbetten. Und das hat aber auch dramatische Folgen für die Kinder, die aus anderen Gründen Intensivbetten brauchen. Herzoperationen werden verschoben bei Kindern. Und das sind natürlich fürchterliche Folgen. Das heißt sozusagen, das Argument, das oft gebracht wird, Kinder erkranken ohnehin nicht schwer an Corona, das können Sie so nicht teilen? Absolut nein. Sie können schwer erkranken, selten aber doch. Aber jeder einzelne Fall ist vermeidbar und ein Fall zu viel. Kommen wir vielleicht noch, oder bleiben wir ganz kurz noch bei der Impfung. Jetzt wird bei den ab 5-Jährigen geimpft. Was ist eigentlich bei den noch kleineren, unter 5-Jährigen? Was ist, wenn ein Elternteil sagt, ich will meine 4-Jährigen beispielsweise schon impfen lassen? Würden Sie das machen oder sagen Sie, in der Altersgruppe raten Sie dann eher von einer Impfung ab? Da müssen wir leider noch abraten. Wir haben vor allem keine Dosis, die zu empfehlen ist. In den Zulassungsstudien wurde das zwar untersucht, aber es liegen keine Resultate vor. Also das wäre viel zu früh im Moment. Rechnen Sie damit, dass es für die ganz Kleinen auch eine Impfung geben wird in naher Zukunft? Oder? Ja, also die Zulassungsstudie geht ab 6 Monaten und ich denke, dass das im nächsten Jahr Thema sein wird. Derzeit ist es von den Inzidenzen ja noch vertretbar. Die Hauptaugenmerk der Inzidenzzunahme liegt ja bei den 5- bis 12-Jährigen. Ja, die haben Sie gerade angesprochen, wir haben enorm hohe Inzidenzen. Bei den Jungen, bei den 5- bis 14-Jährigen liegen wir bei weit über 2000. Ja. Bei der Inzidenz. Warum Ihrer Meinung nach dieser enorme Anstieg derzeit? Naja, das Infektionsgeschehen verlagert sich naturgemäß von den Geimpften weg zu den Ungeimpften. Wir haben einen Rückgang dafür bei den über 80-Jährigen, weil die zu einem Großteil geimpft sind. Und jetzt verlagert sich es halt auf die Altersgruppe, die derzeit vulnerabel ist. Und umso mehr muss man dran sein, auch diese zu schützen. Landen momentan eigentlich auch Kinder auf Intensivstationen mit Corona? Ja, durchaus immer wieder. Also ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber durchaus. Und wenn ich höre, dass Herzoperationen verschoben werden müssen, weil die Station ausgelastet ist, aus Linz wurde das berichtet, dann ist das sicherlich relevant. Das heißt, da gibt es auch schwere Verläufe, die Ihnen bekannt sind? Ja, das ist eben das genannte PIMS, das intensivpflichtig werden kann. Kommen wir noch zu den Schulen, weil da ja derzeit auch eine heftige Diskussion im Gange ist, ob es richtig ist, dass die Schulen offen sind, also sprich Präsenzunterricht dort ist, oder ob man nicht doch alle Kinder ins E-Learning schicken sollte. Wie sehen Sie denn das als Kinderarzt eigentlich? Das Allerwichtigste wird sein, in den Schulen entsprechende Kontaktvermeidung herzustellen, hygienische Bedingungen zu schaffen, die Masken wirklich zu tragen und dort den Austausch zu verhindern. Schulschließungen sind wirklich die allerletzte Maßnahme, einfach weil wir gravierende psychosoziale Folgen sehen, beginnend von der Selbstmordrate bei Jugendlichen über den Verbrauch von Psychopharmaka bei Kindern. Das ist nicht lustig. Diese Schulschließungen haben beträchtliche Folgewirkungen. Aber das heißt, Sie sind der Meinung, es ist richtig, dass die Schulen für Präsenzunterricht weiter offen sind, obwohl wir so hohe Ansteckungszahlen dort haben? Derzeit ja, aber es muss wirklich ganz konsequent darauf geachtet werden, dass Hygienemaßnahmen stattfinden. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, aus unterschiedlichen Gründen, dann wird es natürlich besser sein, man bleibt zu Hause. Heißt, Hygienemaßnahmen, Sie haben eh schon Masken angesprochen, Sie wären auch für eine Maskenpflicht in der Klasse? Ich denke schon. Nicht? Bei der Inzidenz ist es sehr wahrscheinlich, dass in jeder Klasse jemand sitzt, der positiv sein kann. Und da muss man die Übertragung vor allem in den Pausen und am Weg in den Stiegenhäusern und wo auch immer so gut es geht vermeiden. Ist das den Kleinen Ihrer Meinung nach zumutbar, eben Masken zu tragen, auch während den Klassen, also gerade einmal den Volksschulkindern zum Beispiel? Das ist zweifellos nicht angenehm, aber eine Schulschließung wieder mit Homeschooling konsequenterweise ist von den Folgen her, wie wir sie beim letzten Lockdown gesehen haben, auch höchst problematisch. Was haben Sie denn generell für Auswirkungen? Sie haben ein großes Kindergesundheitszentrum, das Sie leiten, gesehen, auch durch diese letzten knapp 2 Jahre Pandemie, in denen wir uns befunden haben. Gibt es da einen Anstieg auch bei anderen, sage ich einmal, Fällen?
Ja, absolut. Das Dramatische, das wir derzeit sehen, ist, dass andere Viren zurückkommen. Wir haben RS-Viren, die Atemwegsinfektionen bei kleinen Säuglingen verursachen können in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Und diese Infektion kann natürlich auch parallel zu einer Corona-Infektion auftreten. Mhm. Gleichzeitig beginnt die Influenza-Welle. Auch da ist wieder eine hohe Krankheitslast zu erwarten. Und ein Kind, das gleichzeitig Influenza und Covid hat, wird wahrscheinlich gesundheitlich nicht gut ausschauen. Und woran liegt das, dass das jetzt wieder diese anderen Viren kommen, weil einfach die Immunsysteme geschwächt sind? Oder? Na, wir sprechen eigentlich von einer verschobenen Saison oder verspäteten Saison. Letzten Winter hatten wir diese Viren nicht. Es gab keine Grippewelle durch die Quarantänemaßnahmen. Und das kommt jetzt verspätet, aber mit voller Wucht. Mhm. Was heißt das auch für die Spitäler? Das heißt, da kommt noch eine zusätzliche Belastung auf die Spitäler zu in den nächsten Wochen und Monaten. Mit Sicherheit. Wir haben mitunter Probleme, die Kinder in den Bett für die Kinder zu finden in den Spitälern, weil einfach die Auslastung erreicht ist. Und wir betreuen Kinder ambulant, die wir lieber stationär sehen würden. Mhm. Wie sieht es denn auch mit den psychosozialen Komponenten aus? Weil die Kinder sind ja viele von ihnen jetzt in den letzten 2 Jahren großteils im Lockdown gewesen. Schule hat nur sporadisch stattgefunden. Merken Sie das auch? Ja, absolut. Also Verhaltensauffälligkeiten nehmen definitiv zu, ebenso wie der Verbrauch von Psychopharmaka bei Kindern. Also das psychosoziale Thema ist ein ganz gewaltiges. Wie sehr hat der Lockdown bei Ihrer Meinung nach geschadet? Ja, sehr, sehr. Die Isolierung ist natürlich mit negativen Folgen verbunden. Und umso mehr die klare Impfempfehlung. Denn wenn die Impfrate hoch genug ist, kann man sich das natürlich ersparen. Was für eine Impfrate bräuchten wir Ihrer Meinung nach bei den Kindern? Ist das ähnlich wie bei den Erwachsenen? Da wird ja immer gesprochen von 75, manche sagen sogar 85%. Liegen wir da in einem ähnlichen Bereich oder würde bei den Kindern schon eine niedrigere Impfrate reichen? Also niedriger keineswegs. Ich denke, 80% wäre tatsächlich das Wünschenswerteste. Halten Sie das für realistisch, dorthin zu kommen? Derzeit ganz schwer abzuschätzen. Ich halte es durchaus für möglich, dass viele Eltern ihr Kind schützen wollen, weil sie die Folgen von Corona einfach immer wieder sehen können. Jetzt hört man immer wieder von Kinderärzten, die sagen, sie werden auch angefeindet, weil sie solche Kinderimpfungen durchführen. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Natürlich gibt es immer wieder die eine oder andere unangenehme E-Mail oder dergleichen. Das soll sein. Mir geht es darum, die Kinder zu schützen, die zu mir in die Praxis kommen. Und dafür nehme ich gerne ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf. Aber das heißt, noch einmal vielleicht, um das Ganze abzuschließen, Sie würden jeden Elternteil empfehlen, wenn das Kind ab 5 Jahren ist, es auch impfen zu lassen. Ein klares Ja. Keine Frage. Gibt es bei Ihnen noch Termine, wenn man sich impfen lassen will? Eine Warteliste gibt es im Moment. Verstehe. Das heißt, man kann sich auf die Warteliste schreiben lassen und dann wird man dementsprechend drankommen. Wie lange muss man da warten momentan? Kommt darauf an, ob Risikokind oder nicht. Risikokinder natürlich schnell. Andere haben ein paar Wochen Wartezeit. Okay. Herr Dr. Freudl, vielen Dank für den Besuch im Studio und auch spannend, was Sie da erzählt haben. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter.